Ja, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunnen. Ja, ich habe ja gesagt, wir werden diese Folge auf jeden Fall mal unser Gras schon mal mähen, das erste Mal. Aber davor wurde mir gesagt, ich soll lieber mal das Unkraut wegmachen. Also werden wir das auch machen, weil echt hier ist sehr viel Unkraut auf dem Feld. Deswegen werden wir das einmal ein bisschen mal. Kleines bisschen wegspritzen. So, machen wir das mal an, unsere gute Spritze. Okay, wir sind zu spät. Das geht nicht mehr. Okay, dann hat sich das erledigt für diese Folge. Das hat sich erledigt. Ich glaube, wir müssten nächstes Mal ein bisschen früher mit dem Unkraut anfangen, das zu bearbeiten. Das geht halt nicht mehr, wenn es gewachsen ist. Das müssen wir nächstes Mal auch in der zweiten Wachstumsstufe machen. Da habe ich nicht aufgepasst, aber dann müssen wir halt mit bisschen Einbußen rechnen. So, den senken wir mal. Und dann setzen wir ihn ab. Dann, Leute, werden wir halt mähen. Mähen werden wir. So, zack, komm her. Komm her, du Schwerfälliger. So, das ist ein Kuhmähwerk, na ja, ein Kuhmähwerk. So, dann klappen wir das gute Mähwerk mal aus. Dann werden wir mal gucken, wo unser Feld ist. Wir fangen einfach mal hier vorne an zu mähen. So, Leute, das erste Mal mähen in LS19. Dann senken wir das gute Stück mal und. Ja, und los geht's. Okay. Die Textur sieht eigentlich relativ gut aus. Muss ich dazu sagen, aber er mäht nicht alles. Ich weiß nicht warum. Wir fahren jetzt einfach hier mal durch den Busch und boah, jetzt muss er kämpfen. Jetzt muss er kämpfen. Jetzt kämpft er. Jetzt kämpft der Fendt. Wir wollen natürlich auch alles mitnehmen, was uns gehört. Also fahren wir hier einfach schön mal rüber. Hier macht er wieder nichts. So, hier macht er wieder. Wir dürfen nicht zu nah an den Rand. Dann fahren wir halt ein bisschen weiter weg. So. Und ich würde sagen, das erste Mal, was wir hier alles abnehmen, machen wir zur Silage. Die könnten wir auch zur Not nochmal wieder ein bisschen verkaufen. So, dann geht das Feld hier lang. Das ist sehr schön. Pflege mit uns. Wir springen zu sehr, wir dürfen nicht so sehr springen. Mal kurz rückwärts fahren. Mit der Pflegebereifung machen wir auch nicht das Gras kaputt. Das ist sehr schön. So, boah, was springt der denn so? Das ist aber auch hier sehr huckelig gut. Hier können wir nicht mehr weitermachen. Hier können wir noch. Hier können wir auch noch. Dann machen wir hier einfach weiter. So, oh, das sieht doch okay aus. Also hier kommt doch bestimmt so einiges runter. So, und. Weiter geht's. Was ist denn hier los? Warum nimmt er das denn nicht alles mit? Verstehe ich nicht. Jetzt hat er es genommen. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Bogen raus. Hier auch schon wieder nicht. Wieder rückwärts fahren. Wir wollen ja nichts liegen lassen. Ah. Er nimmt es immer noch nicht ganz. Jetzt nimmt das wieder ganz. Dann fahren wir halt hier ein bisschen lang. So. Das ist okay. Jetzt den inneren Kreis, den müsste eigentlich jetzt immer komplett nehmen. Bin jetzt auch nicht sicher, ob man jetzt eigentlich andersrum fährt. Also jetzt mit den Uhrzeigersinn, aber das glaube ich nicht. So.
Aber das mit dem Blumen, das regt mich auf, dass wir das nicht vorher mal mit den mit dem Blumen, mit dem Unkraut. Das nervt mich jetzt ein bisschen, aber ja gut. Auf den anderen Feldern haben wir ja auch ein bisschen erst gespritzt. So, jetzt geht's hier ein bisschen besser, dann geht es gleich hier wieder ein bisschen huckelig. So, jetzt wird es wieder huckelig. Fahren wir es erstmal über unser Feld. Sehr schön. Ja, was heißt, das ist Unkraut für die Kühe, Bergwiesen. Erfolg, 1 Hektar geerntet, sehr schön. Rum um die Kurve und weiter geht's. So, Leute, was gibt's Neues? Ja, ich rede nur die ganze Zeit, ja, Leute, ich weiß. So, wir werden auf jeden Fall dieses Feld jetzt gleich erstmal abmähen. Das schaffen wir vielleicht in der Folge, das bin ich mir nicht ganz sicher, aber hier muss er echt immer kämpfen, berghoch. Berghoch muss er kämpfen. Können ja auch bald wieder ein bisschen so, also seitlich fahren, dann hat er das nicht ganz so, da müssen wir noch ein, zwei Vorgewinne, müssen wir glaube ich dann noch machen. Und dann werden wir das Gras schwadern. Da muss ich mal gucken, wie. Was ist hier los? Was hat er jetzt gemacht? Okay, vielleicht nimmt das dann gleich nochmal. Dann werden wir das Gras in unser Silo bringen. Dann haben wir da auch nämlich schon was drin. Dann wollen wir mal gucken, wie viel hier runterkommt. Und das nächste Mal können wir vielleicht sogar. Wir gucken, wie viel drin ist. Da bleibt bestimmt so einiges drin. So, und gerade runter. So, das nimmt er schön mit, das Unkraut. Ach, das passt schon. So. Zack. Und dann fahren wir jetzt mal rückwärts. Da brauchen wir mal ein bisschen, bis er anfährt. Und weiter geht's. So. Dann werden wir das einfahren. Vielleicht werden wir uns schon einen Ladewagen kaufen oder mieten. Ich glaube, wir mieten uns den einmal. Ich weiß, wir brauchen zwar noch öfters einen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir fahren jetzt auch mal so weiter. Das ist, glaube ich, besser, als wenn wir uns immer die ganze Zeit den Berg da hochquälen. So, aber da kommt, glaube ich, so einiges kommt runter. Ja, und das sieht auch besser aus als in LS 17. Auf jeden Fall die Textur, finde ich. Ich finde zwar vielleicht ein bisschen viel Unkräuter, ein bisschen zu viele. Da hätten sie vielleicht ein Viertel rausnehmen können. Vielleicht auch durch was anderes ersetzen. Das finde ich schon sehr bunt. Aber das ist okay. So, die ersten Mäharbeiten. Da brauchen wir gleich mal noch einen Screenshot, Leute. Für das Thumbnail, ihr wisst es. So. Und rum. So. Ich glaube, so ist es besser, wenn wir das so machen. So, und hier machen wir jetzt mal kurz ein Bild. Das sieht doch gut aus mit den Blumen. So, und ein Bild. Sehr schön, dann können wir weitermachen. So, komm, gib Kette. Ich glaube, in der Folge kriegen wir das Feld gerade mal gemäht. Und dann können wir auch gleich schwadern. Das könnten wir aber eigentlich dann mit den Großen machen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt hier über das Gras fährst, ob es nochmal kaputt geht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber wenn wir das Feld dann alles hier runtergeholt haben, dann gehen wir ein bisschen vielleicht gleich noch mit der Düngespritze rüber. Wir könnten uns auch bald mal einen Striegel holen. Da braucht man nicht immer die Düngespritze. Das Gift, ihr wisst, was ich meine. So, und rückwärts hier mal ein kleines bisschen übersehen. Das ist auch nicht ganz so schlimm. So, und weiter geht's. So, zack.
Aber der kleine Fan schlägt sich gut. Fehlen zwar vielleicht ein klein bisschen PS fehlen, aber das passt schon. So, dann. Ja, mal gucken. Die nächste Saison, wir gucken, wie viel Gras wir hier wirklich runterkriegen. Weil wenn das nicht ganz so viel ist, dann machen wir zwei Fuhren in unseren Silo rein. Ansonsten wollen wir in der nächsten Folge dann die Ballen hier pressen. Ballen pressen. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Zeterer haben. Ich glaube aber schon. Wir könnten auch Heu herstellen. So. Zack. Nicht so weit. Man könnte das auch als Riesenfeld machen. Aber hier diesen Hang immer, das ist auch blöd. Für Gras ist das okay, finde ich. Wenn wir noch ein bisschen PS-stärkeren Traktor hätten, würde das vielleicht auch ein bisschen einfacher gehen. Aber als Feld finde ich das schon wieder zu schräg. Da muss man so, man kann nur so mit den Mähdrescher fahren, sonst wird das nichts. Das haben wir festgestellt. So und rum. Und wieder zurück. Na, das wird eng, glaube ich, in der Folge, dass wir das Feld komplett schaffen. Das wird, glaube ich, eng, dass wir das schaffen. So. Dann gleich wieder eine Runde drehen. Aber Leute, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. LS19 ist ja jetzt auch schon. Die vierte Woche müsste das jetzt schon auf dem Markt sein. Einen Monat müsste es, glaube ich, jetzt schon auf dem Markt sein. Wie ist es euer Eindruck, euer Fazit nach einem Monat LS19? Wie sagt, findet ihr es? Wie findet ihr es? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. So. Was mich noch mehr interessieren würde. Was? Ah ne, wir haben ja dann noch eine Woche. Es ist ja erst in 2 Wochen Weihnachten, ich wollte schon sagen. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal in den Kommentar schreiben. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Vielleicht das LS19 Lenkrad mit Konsole? Also die Konsole, ich hatte sie selber, die ist echt geil. Da kannst du, da kann man die Sachen schön platzieren, ranfahren, dran kuppeln, den Hebel vor allem für Ballen oder für Paletten aufnehmen war. Ist der Joystick echt gut, muss man sagen. So hier, hier ein Huckel. Hier nimmt das nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob das so rumnimmt. So, und gib Gas. Die Konsole, wie gesagt, ist echt geil. Ich habe es einmal auch so oder zweimal mit Lenkrad gespielt, aber das, da, ich bin immer weggerutscht, weil mein Drehstuhl, der hat ja Rollen, aber keine Bremsen dran. Das war dann immer so ein bisschen doof. Aber mit Lenkrad und dieser Konsole, das macht echt Laune. So, komm hier rum. Ne, das schaffen wir nicht, oder? Doch, schaffen wir. Ja, ein bisschen lassen wir stehen. Gut, dann müssen wir gleich mal ein bisschen anders ausscheren. Vielleicht kriegen wir es gleich direkt immer im Dreh hin. Na gut, hier jetzt wieder nicht. Hier ist wieder so ein Huckel. Oh, hier haben wir auch ein Feld, ey. Das ist auch eine Huckelpiste. Hier schafft das auch wieder nicht. Fahren wir jetzt mal langsam rückwärts. Ah, dann schafft das hier. Ihr seht es hier. Genau hier ist so ein dicker Huckel. Oh Mann. So. Aber viel fehlt nicht mehr zu von dem Feld. Zack. Und rum. Ah, fast. Fast alles geschafft. So. Ja, in der nächsten Folge, Leute, werden wir auf jeden Fall mit dem Feld fertig. Wir werden mit dem Feld fertig und werden dann anfangen zu schwadern. Aber ich habe gesagt, wir wollen es in das Silo bringen, dass wir schon ein bisschen was haben für die Kühe, die wir uns später holen werden. Da müssen wir ja auch ein bisschen vorsorgen. Das wäre Schwachsinn, nicht, wenn wir uns Kühe holen und wir haben nichts für die Kühe. Das wäre total unsicher. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mir erst immer ein bisschen Futter hergestellt. Oder zumindest ein paar Ballen. Dass man wenigstens die Tiere verpflegen kann. Sonst kauft man sich ja auch keine Tiere. Man kauft sich ja auch keinen Hund, wenn man kein Hundefutter hat. Oder. Ja, gut, wenn man einen Hund kauft, hat man vielleicht noch kein Hundefutter. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Und zack.
Und rum. So. Ach komm, Leute. Dann machen wir halt die Folge mal ein bisschen länger. Aber das mähen wir nochmal schnell fertig. So. Oder? Ah, das ist doch noch ein ganz schönes Stückchen. Ah, mal gucken. Gib uns jetzt nochmal 2 Minuten. Fahren wir jetzt nochmal schnell so. Und wieder rum. Hier kommen die Huckel wieder. So. Gucken wir mal. So, und nochmal rum. Und rum. Sehr schön. Ah, das Mähwerk ist echt gut. Das, mit dem werden wir noch Freude haben. Ich glaube, das gibt es aber nicht von Kuhn. Noch ein kleines vorne. Das gibt es, glaube ich, nicht. So, und hoch. Ja, hier gibt er Gas. Hier hat er nicht so Probleme, hier hochzukommen. So, zack. Na komm, Leute, das Feld machen wir jetzt noch fertig. Das kriegen wir auf jeden Fall jetzt noch hin. Dann machen wir heute mal ein bisschen länger. Aber dann haben wir eine Sache auf jeden Fall schon mal erledigt. Das erste Feld gemäht. So, und dreimal müssen wir, glaube ich, noch. Dann haben wir es auch geschafft. Ja, vielleicht noch einmal mehr. So, und rum. So. Ja, ich bin gespannt, Leute, wie viel wir hier rauskriegen. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Was schätzt ihr? Wie viel Liter, Tonnen wir hier rauskriegen von Gras? Aus dem Gras, wie gesagt, wenn wir ja Grassilage machen, noch keine Heuballen. Die werden wir dann als nächstes machen. Da weiß ich auch nicht, dass wir vielleicht uns nochmal einen Unterstand kaufen oder so. Da müssen wir auch nochmal gucken. Ich wurde ja echt reingelegt vom Bau, von unserem Verkäufer für unsere Halle, für unseren Kuhstall. Der hat gesagt, es kostet 100.000, aber er hat nicht gesagt, wenn er das ein bisschen erhöhen muss, dass es teurer wird. Ich dachte, das ist alles im Preis mit drin. Da hat er uns leicht beschissen. So, Leute, dann fahren wir jetzt einmal noch rückwärts. Dann haben wir es geschafft. Aber Leute, ich weiß, wir haben jetzt gerade viel über Gras geredet. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie wir das Gras ein- und festfahren werden, dazu müsst ihr wieder einschalten zu einer weiteren Let's Play-Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Ihr wisst es. Und wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag. Genau, lasst mir doch ein Abo da oder einen Kommentar, Feedback oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir warum. Das bringt mich auf jeden Fall weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.